Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Talk. Und heute möchte ich mal ein bisschen über den gestrigen Roadmap-Livestream reden. Viele werden die Änderungen natürlich schon mitbekommen haben. Ich möchte trotzdem zu den Änderungen auch noch ein paar Kleinigkeiten sagen. Allgemein, was ich über diesen Livestream so halte, es war ein ziemlich guter Livestream. Und es sind ein paar erfreuliche Nachrichten gekommen, aber ja, fangen wir erstmal an. Und zwar, was haben wir erfahren? Wir haben einen neuen Gwent Games Director, und zwar Jason Salmer. Und ich muss persönlich sagen, ich mag diesen Jungen. Der hat wirklich eine Menge Passion, eine Menge Elan reingebracht in diesen Livestream. Und er hat wirklich ein paar tolle Änderungen so mit preisgegeben, hat viele Sachen gesagt, die die Community sich auch so ein bisschen gedacht hat. Allgemein muss ich sagen, Jason ist mir jetzt schon mit dem ersten Livestream ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich glaube, dass Gwent mit ihm in eine richtige Richtung geht. Und ja, ich bin gespannt, was er noch so alles in Zukunft bringen wird. Dann haben sie auch noch einen Hotfix angekündigt für PlayStation 4 und für PC, also allgemein für Thronebreaker, dass das Spiel nicht so häufig abstürzen sollte. Dieser Hotfix ist auch mittlerweile, wie ich sehe, schon live gegangen. Das heißt, PlayStation 4 Spieler müssten es mal ausprobieren. Die hatten ja wirklich sehr viele Probleme. Der Patch wird vielleicht nicht alles komplett gefixt haben. Es gibt immer noch ein paar Sachen, die müssen vielleicht noch angepasst werden. Aber sie haben auch gesagt, dass sie solche Sachen immer über Zeit machen. Sie haben einfach auch allgemein so über die ganzen Updates geredet, wie es aussieht. Haben gesagt, dass Hotfixes, wenn sie kommen müssen, so schnell wie möglich kommen sollen. Also Hotfixes sollen wir so schnell wie möglich sehen. Zum Beispiel wie damals mit den Artefakten, als während Homecoming nur für PC-Spieler verfügbar war, hatten wir ein ziemliches Artefaktproblem. Da kam Hotfix. Aber ja, sie wollen auch das Kartenspiel Ende des Monats oder Anfang des Monats eher gesagt immer, oder wenn es nötig ist, sagen wir mal, patchen. Das heißt, sie haben gesagt, wenn es nötig ist, kommt monatlich einen Patch. Und das ist erstmal sehr schön, weil viele Kartenspiele bringen, wenn Patches, überhaupt sehr selten raus. Artefakt, Hearthstone oder so bringen sehr, sehr selten Patches raus, obwohl auch vielleicht etwas häufiger Patches kommen sollten. Gwent hat gesagt, wenn es nötig ist, immer ein Monatspatch zum Beginn der neuen Season. Ich finde es auch ganz gut, dass das einmal im Monat passiert, weil wenn sie in der Season selber irgendwas nachpatchen, dann ist es natürlich immer schlimm. So, wir haben jetzt vielleicht mal ein extrem starkes Deck oder wir haben vielleicht mal ein etwas stärkeres Deck, dann wird das den Monat relativ häufig gespielt oder den halben Monat und alle die Leute, die dieses Deck am Anfang nicht spielen, haben dann den Nachteil, weil dann kommt sofort der Patch, der alles kaputt macht. Ja, bin ich relativ mit zufrieden. Kann ich so stehen lassen. Bin ich mit dieser ganzen Update-Philosophie, die sie rausgebracht haben, bin ich zufrieden. Okay. Ja, wir müssen jetzt mal nach, ja, ich möchte fast sagen, chronologischer Reihenfolge so machen. Wir kriegen im Januar direkt ein neues Update. Und in diesem Januar-Update, welches wahrscheinlich Anfang Januar, also so 4. bis 5. Januar erscheinen wird, kommen auch ein paar neue Sachen ins Spiel. Und zwar kriegen wir 5 neue Anführer. Jede Fraktion kriegt einen neuen Anführer. Diese Anführer werden höchstwahrscheinlich alle aus Thronebreaker bekannt sein. Also die nördlichen Königreiche sollen Königin Maeve bekommen, Monster sollen Gen'Ishora bekommen, Scarlet Hell soll Eldaim bekommen. Das sind so die Anführer, die offen stehen. Nilfgaard kriegt wahrscheinlich hier den Kommandanten der Heeresgruppe Ost, Ebdahi. Und ja, 5 neue Anführer. Ich bin mal gespannt, was die können. Wir wissen es noch nicht so. Sie haben gesagt, dass es immer noch so ein paar Archetypes gibt. Die haben nicht so den größten Support. Vielleicht Spion Nilfgaard kriegt wieder einen Anführer. Gen'Ishora könnte was für ein Konsummonster-Deck sein. Eldarin könnte sich ein bisschen mehr mit den Pfeilen der Scarlet Hell beschäftigen. Ich bin mal relativ gespannt. Wir kriegen auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres 5 neue Anführer. Sie haben auch gesagt, dass das Spiel noch nicht ganz so flüssig läuft. Sie arbeiten immer daran, aber bis das ganz wieder flüssig läuft, kann es noch ein bisschen dauern. Also die Animation soll ein bisschen smoother sein, soll ein bisschen schneller von dann gehen. Das ist halt so eine Sache. Was sie auch gesagt haben, ist, dass allgemein mit Homecoming zu viele Sachen auf einmal geändert wurden. Zu viele Sachen in Homecoming, die, ja, wie möchte ich es sagen, vielleicht zu überstürzt waren, ne? Sie haben ein bisschen über Updates geredet, vor allem über das Handkartenlimit haben sie geredet, über das Mulligan-System haben sie geredet, über das Provisionssystem haben sie so ein bisschen geredet und die Änderungen, die kamen, waren zu viel. Von daher haben sie sich auch entschieden, sie wollen erstmal
ein paar Änderungen vornehmen. Und diese Änderungen sind ganz groß, denn sie betreffen einige wichtige Karten. Zum Beispiel das Mulligan-System soll wieder so sein, wie es in der Open Beta war. Momentan ist es so, dass jeder Anführer halt sein eigenes Mulligan-System hat. Die meisten Anführer können 3 Karten ablegen fürs gesamte Spiel. Dieses ganze Mulligan-System ist aber für die meisten nicht so toll. Sie haben sich mehr gewünscht und wir kriegen tatsächlich unser altes Mulligan-System zurück. Das heißt, ganz zum Beginn der Runde können wir 3 Karten ablegen. Danach können wir 2 Karten ablegen und danach können wir nochmal eine Karte ablegen. Wir haben also insgesamt 6 Mulligans im gesamten Spiel. Das alte System kommt halt wieder. Trotzdem müssen halt die Anführer irgendwie, ja, ein bisschen gebalanced werden, weil ansonsten wird man nur einige Anführer ein bisschen häufiger sehen. Und das wollen sie jetzt über das Provisionssystem machen. Das heißt, dass man einen Anführer, der vielleicht eine stärkere Fähigkeit hat, wie der Usurper oder so, die, wenn man ihn nicht kontrolliert, zu häufig auftreten kann, der soll in dem Sinne genervt werden, dass gesagt wird, der Anführer kriegt weniger Provision, um sich sein Deck zu bauen. Das heißt, wir haben vielleicht Anführer, die haben Provisionen von 165, so wie wir es aktuell kennen. Wir sollen aber auch vielleicht einen Anführer kriegen, der hat nur eine Provision von 150, eben, dass dadurch diese Anführer nochmal ein bisschen gebalanced werden. Er hat zwar genauso viel Mulligans wie die anderen Anführer, aber er kann halt eben nicht die starken Karten in dieser Kombination spielen, wie es anderen Anführern möglich ist, einfach weil sein Effekt relativ stark ist. Ich bin gespannt, wie sich dieses ganze Ding ausbügelt. Das könnte nämlich durchaus interessant werden. Ist es im Prinzip ein besseres, ne? Wir haben mehr Mulligans. Blacklisting kommt trotzdem nicht wieder. Da wollen sie erstmal noch so ein Auge drauf haben. Blacklisting war im Prinzip, wenn man eine Karte abgelegt hat, damals eine Bronzekarte vor allem, dann hat man dieselbe Kopie nicht nochmal ziehen können. Das heißt, wenn ich 2 Bronzekarten in meinem Deck spiele und ich sage, ich will jetzt unbedingt diese eine Bronzekarte nicht, dann habe ich die abgelegt, habe sie aber auch nie nachgezogen, weil sie eben geblacklistet war. Das wollen sie erstmal noch nicht wiederbringen. Erstmal abwarten, wie es so läuft. Aber ja, sie wollen wieder so ein bisschen in die alte Richtung zurückrudern, was ich relativ toll fand. Über das Handkartenlimit haben sie auch geredet. Und zwar, dass man halt 10 Handkarten hat. Die anderen Handkarten, die man danach zieht, werden verschwinden. Das hat so ein bisschen das Trockenpassen als ganze Strategie rausgenommen. Es gibt Decks, die würden halt furchtbar gerne in der ersten Runde Trockenpassen. Und sie haben auch gesagt, dass dieses Trockenpassen in der ersten Runde in einer Form wiederkommt. Allerdings wollten sie nicht das Handkartenlimit aufheben, sondern Karten, die man über sein Handkartenlimit hinauszieht. Ich denke mal, dass die wieder ins Deck zurückgelegt werden, weil ansonsten wäre das System trotzdem nicht so toll. Aber die Karten, die man über sein Handkartenlimit rüberzieht, werden zu Mulligans für die nächste Runde. Das heißt also, wenn ich jetzt mit 10 Handkarten passe, dann habe ich in meiner nächsten Runde, wenn ich 3 Karten nachziehe, kriege ich 3 Mulligans. Und diese Karten werden dann halt in meiner zweiten Runde, wo ich 2 Mulligans hätte, zu 5 Mulligans. Wenn die Karten allerdings vernichtet wurden oder wenn die Karten allerdings vernichtet werden, finde ich das ganze System ein bisschen komisch, weil dann ist es immer noch so, okay, ich habe zwar jetzt mehr Mulligans, aber vielleicht habe ich mir gerade 2 meiner 3 stärksten Karten im Deck überhaupt verbrannt, weil ich eben nicht trocken oder weil ich halt eben nicht gespielt habe. Ne? Das ist halt so, ja, da bin ich relativ gespannt, ob die Karten wirklich ins Deck zurückkommen oder ob sie einfach weggepackt werden. Ob sie umgewandelt werden zu Mulligans, das wäre dann vielleicht nicht so das beste Trockenpass-System, aber je nachdem, was man dann halt sieht, ist es ein bisschen risikoreich. Sie haben auch gesagt, dass sie vielleicht nochmal das Karten-Nachziehen anfassen, dass wir es so haben, wie wir es vielleicht auch zu Open-Beta hatten. Da hatte ich allerdings vielleicht eine neutrale Einstellung zu. Ich war nicht wirklich sehr begeistert. Das Problem ist halt, wenn man wieder dieses Open-Beta-Ziehen hat. Das heißt, entweder wir ziehen vielleicht in der ersten Runde danach 2 Karten nach und danach ziehen wir nur noch eine Karte nach. Das heißt, diese ganze Card-Draw wurde von 6 auf 3 Karten wieder reduziert. Er hat aber auch allerdings gesagt, vielleicht machen wir ein 2-2er-System oder ein 1-2er-System. Da müssen sie halt noch so ein bisschen nachgucken. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, wir haben weniger Karten, die mit dem Deck interagieren. Wir haben weniger Karten, die Karten aus dem Deck rausziehen können. Das hatten wir zur Beta-Zeit mehr. Und wenn wir viel weniger Karten davon haben, dann werden wir natürlich auch immer weniger unsere stärkeren Karten ziehen, trotz vielleicht mehr Mulligans, weil es immer noch möglich ist, dieselben Karten doppelt und dreifach zu ziehen. Ne? Das mit dem Mulligan könnte dann vielleicht ein bisschen frustrierender sein, wenn man immer wieder dieselben Karten nachzieht. Das ist so meine Sorge. Das heißt also, okay, ich habe jetzt am Ende habe ich noch, 2 Mulligans oder so. Ich habe aber die schlechtesten Karten überhaupt auf der Hand. Wir haben nicht so viele nachgezogen.
Dann werfe ich zwei Karten wieder ab, ziehe aber zwei schlechte Bronzekarten wieder nach. Genau dieselben, die nicht geblacklistet wurden. Und ja, im Prinzip habe ich dann dadurch nichts gewonnen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass dadurch, dass wir weniger nachziehen, dadurch, dass wir weniger Goldkarten kriegen oder unsere Schlüsselkarten weniger kriegen, dass das Mulligan dann ein bisschen frustrierender sein wird. Aber ich lasse mich auch ganz gerne überraschen. Was wirklich passiert, steht noch in den Sternen. Das werden wir alles sehen. Ja, das ist so mal die Sachen, die sie sich in Kürze angucken werden, die wir vielleicht schon mit dem Januar-Update sehen werden. Dann, was haben wir so noch gesagt? Im März kriegen wir die erste große Erweiterung. Diese Erweiterung wird 100 neue Karten beinhalten. Sie wird vorhandene Arc-Types, die wir aktuell haben, vorhandene Monsterfähigkeiten ein bisschen verstärken. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Todeswunsch-Deck haben und sagen, oh, da fehlen aber vielleicht noch ein paar Todeswunsch-Karten, dann werden wir diese nachgeschickt bekommen und werden vielleicht mehr Todeswunsch-Monster sehen, aber sie wollen auch mit dieser Erweiterung neue Spielmechaniken in das Spiel reinbringen. Wir wissen noch nichts von der Erweiterung, wir wissen nur, dass sie im März kommt, wir wissen, dass es 100 neue Karten gibt. März, denke ich mal, dass es Anfang März sein wird. Ich denke nicht, dass es vielleicht Mitte März sein wird, weil das wäre dann halt auch wieder so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diesen Patch Mitte März, aber das größte Problem an diesem Patch wäre dann einfach, dass sie mitten in der Season kommt. Das ist halt so eine Sache. Aber ja, die erste Erweiterung für Gwent wurde angekündigt mit 100 neuen Karten. Dann, was haben sie noch gesagt? Und das sind halt so ein paar Features, die jetzt in dieses Spiel reinkommen sollen, die auch schon im Spiel drin war. Erstmal haben wir die Fraktionsherausforderung. Fraktionsherausforderung war damals mal so, man hatte zwei Fraktionen, man hat sich eine ausgesucht, hat dann mit dieser Fraktion gespielt und hat dann für diese Fraktion Belohnungen bekommen. Dieses ganze System wollten sie ein bisschen ändern. Das Problem an diesem System war, wir hatten nur zwei Fraktionen. Dann haben wir halt in dem Zeitraum sehr viel von diesen zwei Fraktionen gesehen. Und man musste mit dieser Fraktion dann immer so 10, 20, 30 Siege machen, bis man seine Belohnung kriegt. Und das war für viele, war das halt eher so, ja, nicht so das Tollste. Und jetzt wollen sie es halt so machen, dass wenn diese Fraktionsherausforderung rauskommt, dass sie es ändern wollen. Die erste Fraktionsherausforderung wird jede Fraktion beinhalten. Ein Spieler sucht sich dann seine Fraktion aus. Und wenn eine Fraktion gewinnt, dann sehen wir die Gewinnerkartenfässer in dem Shop. Das heißt, wenn zum Beispiel Nilfgaard gewinnt, wird es im Shop Nilfgaard-Fässer geben. Das ist so ein Bonus. Und ja, sie wollen halt auch für diese Fraktion so ein bisschen Quest rausbringen, die der Spieler dann hat, damit er halt für seine Fraktion kämpft. Das könnte ziemlich interessant werden, aber das werden wir sehen, wenn die erste Fraktionsherausforderung rauskommt. Dann haben sie noch gesagt, die Season Trees, die wir aktuell in dem Belohnungsbuch haben, die sind ja momentan noch ausgegraut, dass sie mit denen etwas Besonderes vorhaben. Jeden Monat kriegen wir halt diese Season. Aktuell ist es die Wilde Jagd. Die ist noch nicht freischaltbar. Zum einen, weil die Konsolenspieler erst später nachgekommen sind. Zum anderen, weil sie mit denen ein bisschen mehr was geplant haben. Und zwar, wenn diese Seasons rauskommen, wollen sie es auch so machen, dass man, ich sag mal, Quests hat. Dass man vielleicht ein paar Changes im Casual-Mode hat. Dass man zum Beispiel eine Quest in diesem Season-Tree hat, die man freischalten muss, damit man da was freischaltet. Da haben sie gesagt, das könnte zum Beispiel sein in der Woche des Bären. Wenn man im Casual dann zu bestimmten Zeiten spielt, hat man einen Bären auf seinem Schlachtfeld. Diesen Bären muss man überleben lassen. Dieser Bär gibt nochmal extra Punkte. Das heißt, man muss sich um diesen Bär kümmern, dass man halt nicht immer so dasselbe normale Gwent im Casual-Modus hat, dass man da eher so ein bisschen ausgeflipptere Modi hat, ne? Dass da was dazukommt, bin ich relativ gespannt drauf. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze auszahlt. Also wie diese ganze Season Tree umgesetzt wird, wie viele Quests wir haben werden, was man da alles machen muss, ob man vielleicht trotzdem mit Punkten was freischalten kann. Aber es hört sich auf jeden Fall mal gut an, dass wir jeden Monat so ein bisschen im Casual einen wechselnden Game-Modus haben. Ich hoffe natürlich, dass man auch noch normal Casual spielen kann, dass man jetzt nicht, wenn man Casual beginnt, immer nur diesen Spielmodus hat, sondern dass man da vielleicht auch mal eine normale Runde spielen kann, um vielleicht irgendwas zu testen. Aber ja, wir kriegen mit diesen Seasonal Trees immer noch so einen kleinen Extra-Spiel-Modus. Ich glaube, das wird sogar im Januar auch anfangen. Das ist es halt. Das sind die Sachen, die geändert werden, beziehungsweise die upcoming Feature Changes. Bin ich relativ zufrieden damit. Ja, dann haben sie noch ein bisschen Q&A beantwortet. Die Holiday-Events wollen es auch ein bisschen ändern, weil sie waren sehr zeitintensiv in der Mache, aber haben trotzdem sehr wenig gebracht. Sihiel soll genervt werden. Jason hat auch direkt gesagt, er hasst diese Karte, wie viele wahrscheinlich von anderen Leuten. Aber ja,
Open PTRs sind es nicht mehr wirklich wert, weil die killen nur den Hype. Und ja, Arena-Events werden geplant. Arena soll nicht wirklich angefasst werden. Und es kommen mehr Spielfelder für Gwent. Und die allerwichtigste Nachricht ist, Gwent ist nicht tot. Ja. Gwent war nie tot. So, das war im Prinzip dieser ganze Deathstream. Wie gesagt, am meisten waren eigentlich die Änderungen von den, wie soll ich sagen, von den, von dem Handkartenlimitierung, von dem Trockenpassen, von dem Nachziehen. Das sind Änderungen, die wurden am meisten, sage ich mal, erwartet. Vor allem der Mulligan war, glaube ich, auch eine Sache, die viele Leute erwartet haben, dass das Mulligan-System wieder geändert wird. Ich bin eigentlich relativ froh, dass das alte Mulligan-System auch wiederkommt, weil jetzt haben wir mehr Möglichkeiten, Karten nachzuziehen. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir das sozusagen ein bisschen verlieren, weil wir halt einfach dieses Blacklisting-System nicht haben. Die Provisionskosten sind jetzt für die Anführer ein bisschen anders. Ich bin relativ gespannt. Ich freue mich, muss ich wirklich sagen, auf diesen Patch, auf den 5. Januars-Patch. Ich bin gespannt, was die neuen Anführer können. Aber ja, alles in allem wirklich eine gute Sache. Wie findet ihr diese Änderungen? Was haltet ihr von dem neuen Mulligan-System? Was haltet ihr vielleicht von weniger Karten nachziehen? Wünscht ihr euch auch dann vielleicht ein bisschen mehr Deck-Interaktion wieder? Auf jeden Fall sage ich mal, dass Jason dieses Spiel in eine richtige Richtung wieder führt. Der Junge hat Elan und ich denke, was da alles kommt, werden wir in den nächsten Tagen sehen, nach Weihnachten. Gut, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein und ciao.